Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP. Und ich bin Metal Mario Master. Und wir heißen euch willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3. Im letzten Part haben wir Welt 3 gerade noch so geschafft. Und jetzt machen wir weiter. Jetzt kommt, glaube ich, meine Lieblingswelt, würde ich sagen. Ja, Welt 4, das Riesenland. Finde das so eine geile Idee. Dass man das überhaupt schon früher umsetzen konnte, unglaublich. Okay. Hier haben wir einen Stein. Wenn wir noch einen Hammer hätten, den wir leider nicht mehr haben, können wir damit auch zu diesem Toadhaus gehen. Das können wir dann leider nicht mehr. Sehr schade. Aber egal. Starten wir Welt 1. Und seht mal an, wie groß hier alles ist. Fast als ob hier alles auf Steroide ist. Boah. Das ist nur eine Möglichkeit. Steroide. Ich bin halt so eine geile Idee. Und da kommt so ein kleines Blatt raus. Ja. Da kommt so ein kleines Blatt raus und hier haben wir so einen großen Koopa, ey. Ich weiß nicht, wer da irgendwie so Steroide Mario mit Mit Tanuki-Schmanz. Tanuki, ja, ne? Ja. Nee, Waschbär. Ja, Waschbär. Tanuki ist der ganze Anzug. Ja. Ich meine sogar dann, dass man den hier, glaube ich, kriegen kann. In dem Spiel oder die Welt? Ich glaube, diesen Level, glaube ich, schon. So. Boah. Wow. Das war jetzt knapp. Noch kriegst du ja, okay. Was? Das ist gerade das eine, in dem verschwunden ist, als ich das andere aktiviert habe. Irgendwie seltsam. Aha. Ja, ne, warte mal halt. Nee, stimmt. Hier gab's, glaube ich, nicht den Anzug. Den gab's in einem anderen Level. Ich weiß aber gar nicht mehr, welcher das war. Ist ja nicht so schlimm. Hui. Oh, wie ich das gerade gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Und da kommt so eine kleine Pflanze raus. Oh, pass auf. Oh. Verdammt, ey. Boah, das war jetzt knapp. Einfach aus. Jawohl, 3 Sterne, 5 Leben für mich. Sehr gut. Einer von uns muss ein paar Leben hier haben. Ja, warum muss ich denn eigentlich immer sein? Weiß ich doch nicht. Ich krieg da mit den Dingern nicht hin. Das ist wahr. Okay, du bist dran. Oh, ich habe auch noch 6. Da kann auch nichts passieren. Bis jetzt. Ja. Ich krieg auch wieder ein Leben wahrscheinlich. Wo bin ich da? So, Level Nummer 2. Oh, dein Lieblingslevel. So, da war doch grad noch was. Warum ist der Fisch ist da so klein? Wie aus Welt 3, 2. Das sind die kleinen Japanofische sind das. Ey, was zum Teufel? Der hat meinen Fuß angegriffen, Mann. Er hat deinen Fuß angegriffen und dich getötet. Ja, ich bin aber auch. Ja, bin ich auch klein. Aber ich will es nicht noch einen Froschanzug einsetzen. Sondern beim P-Flügel will ich erst recht nicht einsetzen. Will ich erst einsetzen, wenn ich eben muss. Und ich würde sogar sagen, in einem Level muss man das sogar machen. Oder halt mit einem Waschbärblatt das machen. Damit es einfacher wird, oder was? Damit man das Level überhaupt schaffen kann. Es gibt da wirklich so ein Level. Aber das kommt erst später, ich glaube in Bild 7 erst. Pass auf, sie kommen alle. Ja, sie kommen alle näher, aber ich kann ihnen entkommen. Und ich dominiere die Fische. Und wieder eine Sternkarte. Meine Güte, jetzt habe ich wieder Glück. Im letzten Part hatte ich volle Möhre Pech. Ja, dafür schnaufe ich mir jetzt den und werde sowas von drauf gehen. Wenn du jetzt Game Over gehst, ey, dann verzeih ich dir nie. Ja, hab ich denn auch. Ich hab einen Stern, da könnte ich einfach reinrennen. Stimmt. Ja, das war das. Ja, pass auf. Hi, na? Was? Wenn der springt, solltest du aufspringen, weil durch seinen Stampfen kann er die Erde erzittern. Dann und dich so für eine kurze Zeit bewegungsunfähig machen. Ah! Mein Schädel, ah! Das ist das, was ich meinte. Ich hätte, glaube ich, doch den Stern nehmen sollen. Okay, da muss ich jetzt wo ran. Ich weiß gar nicht, wie ich bin groß, okay. Lep. Okay, ich mach das einfach so, zack, und krieg dafür eine Wolke. Mit dieser Wolke kann man übrigens ein Level überspringen. Okay. Also, was ich jetzt mache, ich hole mir das, ja. Kannst du machen. Oho. So. Dicke Box, jetzt kommt hin. In will help you on your way. Ich bin der Linke und Pilz lecker. Lecker, 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 lecker. Schmecker dumm, Bro. Werde euch auch, glaube ich, jetzt direkt einsetzen.
ob ich eine Chance habe. So, dann mal los. Da muss man da ein bisschen Erfolg hier verbringen. Du, wie er mich so angeguckt hat. Ich starre dich an, weil ich es kann. Jetzt kriege ich dir einfach so kaputt, leck mich. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Warte, okay. Sehr gut. So. So, Feuerblume. Nein, okay. Ich glaube, das war nicht klug. So, komm mal. Ja, das schaffst du doch locker. So, sehr gut. Und hier jetzt aber. Okay, sehr gut. So. Jetzt geht's, glaube ich, wieder bergauf. Okay. Geht's bergauf mit der Karriere? Na klar. Hoffen wir es mal. Wupp. Nein, das war doof. Verdammt. So viel zum Thema bergauf mit der Karriere. Das lief doch so gut, Mann. Okay, jetzt bin ich dran. Au. Aber das war ein nicer Sprung, war das gerade. Da kann man auch. Oh, jetzt aber. Ja, ich sammle das Geld ein, weil ich einfach geldgeil bin. Ja. Lecker Maschmasch. Hallo Stachy. Was? Ja, der Stachy ist gerade voll im Mirre durch mich durchgeglitscht. Okay, sehr gut. Ja, irgendwie sehr gut. Flip. Käfer gegen Stachy. Das große Duell wird gewinnen. Ich würde sagen, keiner von euch. Oh, da kommt wahrscheinlich ein Leben raus, ne? Ja. Ja, okay. Oh, was? Jetzt treffen die. Das war eigentlich gar kein Treffer, ey. Das kann gar nicht sein. Nein. Oh, warte halt. Das ist eine Todesfalle, ist das. Aber überspringen wir das einfach. Weil diese doofen Blöcke können dich runterstoßen. So, bin draußen. Und noch ein Stern. Meine Güte, bin ich gut heute. Ist das vielleicht mein Comeback? Oh, jetzt muss ich das. Oh, ich kann Memory machen, okay. Ja, komm. Als ob ich jetzt noch weiß, wo alles das ist, ey. Das war doch gerade erst vor ein paar Minuten. So. So, 10, das war, glaube ich, hier? Ja. Wow, 10. 20, die waren, glaube ich, hier? Nee, da war der Stern. Der Stern war, glaube ich, ganz links. Hier? Ich glaube, ja. Nee, was? Das sind die 20. So, hier waren die aber. Ja, da waren sie. Was? Ah, was? Okay. Boah, wir sind scheiße. Oh Gott. Hi, na, ich bin jetzt auch mal hier in so ein Schloss. Ah, guck mal da, die laufende Fackel. Die läuft dir immer hinterher, wenn du ihr den Rücken zukehrst. Wie unfair. Wow, hi, na. Hallo. Siehst du, der Trump will dir Hallo sagen. Hey, was zum Teufel? Siehst du, er hat dir Hallo gesagt. Ich dachte, er geht erst, wenn ich dahin gehe. Oh. Nicht denken, muss wir machen. Vor allem, wenn ich verliere, dann muss ich ja alle Level. Ich glaube, dann kann ich dir wahrscheinlich ein paar Leben geben. Komm du erstmal her, du Fackel, weil ich weiß, dass es hier reingeht. So, kommen wir in eine unterirdische Höhle hinein. Marsch, komm her. Genau, du Buhu, kommst auch mal eben mit. So. Ja, da kommt er ganz schnell hinterher. Ich weiß, der kommt mir ganz schnell hinterher, aber somit kann ich schon mal den Teil hier überspringen. Und hallo bum bum, Emma ist das wieder da. Oh, Kacke. Sehr schön. Irgendwie ist es immer so, dass ich immer bum bum besiege, ey. Ja, ich glaube schon. Ich war auch bis jetzt zum ersten Mal im Schloss, glaube ich. Ja. Und das war's mit dem Schloss, aber da kommt ja noch eins. Ja. Haben wir am Anfang gesehen. Aber weißt du, was davor noch kommt? Ein Bonusspiel. Das kannst du sogar gebrauchen, hast du noch drei Leben, ey. Oh Mann, das schaffe ich sowieso nicht.
Komm, wir glauben an dich. Oh, Blume? Nein. Nein. Ach, das war knapp. Da hätte ich 3 bekommen, oder? Ja, hättest du 3 Leben bekommen. Das war jetzt aber knapp. Ich würde mir da lieber den Froschanzug anziehen. Ja, egal. Weil das ist ein Wasserlevel. Ich brauche irgendwas. Irgendwas. Okay, du verfolgst mich nicht. Gut. Ja, Vorsicht, der kann seine Stachel-Eier auch ins Wasser werfen. Der ist doch jetzt Kilometer weit weg. So. Ja, sag er mal lieber nicht. Am Anfang, und dann ist er direkt über dir. Siehst du, er ist direkt über dir. Leck mich. Das ist genau das, was ich meinte. Und jetzt ist es passiert. Ich geh einfach weiter. Tschüss. Geh einfach weiter. Ich kaufe nichts weiter, 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 weiter. Wir kaufen nichts an der Tür. Aber solange nur der kommt. Ja, das ist der einzige Gegner hier. Mein Gott. Das war jetzt aber knapp. So, mal wieder eine Level geschafft. Daumen hoch für diese Leistung. So, ein Leben, yay. Bah. Egal, ein Leben. Okay. Hey, jetzt bin ich wieder dran. Bin ich denn? Ich bin immer noch groß. Okay. Da ist ein Hammerbruder gespannt. Da sind 2 große Hammerbruder, ey. Eine Blume. Kann ich sogar gebrauchen. Da siehst du, da geht's nicht noch weiter. Ja, viel Spaß mit dem. Lip. Ein Stern. Sehr gut. Und den nächsten muss ich mir schnappen. Ey, der ist direkt bei dir. Kümmer du dich um den. Nee, ich bin aber nicht dran. Du bist dran. So, hier, weißt du was? Hier, komm her. Bin sowieso gleich weg, also bams. Einfach rein. Ja, dafür kriegst du sogar einen P-Flügel. Okay, sehr gut. Dann nutzt ihn halt nur in Notfällen. Also wenn ich gleich Game Over gehe. Dann sind die Sachen sowieso alle weg, ne? Ich glaube ja. Ja, dann muss ich den wahrscheinlich irgendwann mal einsetzen. Okay, dann mache ich mal Level 5. Wow, Hilfe. Mein Gott. Du bist nicht nur ein großer Paracooper, du bist sogar ein fetter Paracooper, ey. Du bist fett, ey. Wow. Ja, okay. Das war jetzt aber knapp, ey. Ah, seht ihr diese Farbe hier von diesen Bullet Bills? Die können, kommen auch zurück. Die Schweine. Diese Schweine. Boom. Wasserfall kommt zurück. Ich weiß. Das ist doch, das was ich wollte. Ich wollte doch hier lecker Maschmasch haben. Wow. Aber ich glaube, die kommen nur ein paar bestimmte Male zurück. Also ich glaube, die kommen nicht immer zurück. Ja, nur einmal, ne? Ich glaube auch. Da oben ist gerade eine Ranke erschienen, da will ich auch hoch. Sehr gut. Wah! Wah! Scheiße! Vorsichtig. Boah, vorsichtig, ey. Hoffentlich lohnt sich das. Ich glaube, ja. Ja! Das lohnt sich. Da ist es nämlich. Ein Tanuki-Anzug. Dieser Tanuki-Anzug, der ist nämlich so wie ein Waschbärblatt, aber nur halt viel besser. Weil man kann nämlich auch als Tanuki genau ganz andere Sachen machen, wie zum Beispiel das hier. Okay, dann ist man unbesiegbar, ne? Genau, dann kann man sich hin, dann ist man nämlich kurz unbesiegbar. Weil ich mag den Tanuki-Anzug, ich mag den wirklich. Bloß nicht verlieren. Ja, ich gebe mir Mühe. Und wieder 5 Leben. Ich habe 19 Leben, ey. Boah, davon gehört die Hälfte gleich mir. Habe ich so ein Gefühl. So, wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben 15 Minuten. Ja, komm, die Welt schaffen wir in jedem Fall. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss da hin. Irgendwann zieht mich Mark Stein. Ich frage mich, wieso? So, war nicht schon wieder so ein Teil? Ey. Leck mich. Kann ich nicht ein halbes Leben bekommen? Nein. Im Nachfolger ist es nämlich so, also in der Super Mario Bros. 3 für den Game Boy Advance, wenn man dann nämlich, ich kann da auch Schloss machen. Wenn man da dreimal einen Stern hat und 5 Leben bekommt und dann das nächste Spiel macht, dann kann man sogar dann 7 Leben bekommen durch ein Blatt. Wenn man 3 Blätter hat. Ich bin jetzt aber mal ins Schloss reingegangen. Gucken, ob ich hier was reißen kann. Ja.
Ja, vorsichtig, weil da oben ist überall Lava und so. Das ist meine Farbe. Ja, aber es tötet mich trotzdem. Ich weiß nicht, ob es dich töten kann. Ich glaube aber schon. Ach, was? Du weißt, es ist Feuer. Feuer tötet dich. Jetzt passt gut auf, wenn du den Peace-Switch drückst. Komm da gar nicht hoch. Gib mal. Ja, komm. Lass dir auf den Counter helfen. Da, siehst du das? Das ist immer da oben, siehst du? Tada, Geheimgang. Din, 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 din. Wupp. Sehr schön. Ich glaube, das bringt's. Haben wir zwar eine Level jetzt übersprungen, aber nein. Kann ich ja gleich noch das sechste Level machen. Weiß nicht, sie werden nicht danach vorbei. Wir machen natürlich ja alle Level. Ja, dann muss ich jetzt gleich halt das sechste Level machen, wenn du schon das Schloss machst, weil das Schloss, wenn du die Festung schaffst, und das war jetzt gerade dumm. Wieso? Weil du hier runterfällst. Ah, warum nimmst du nicht einfach dieselbe Röhre nochmal? Ja, wieso? Du konntest auch in die Röhre zurück. Oh, das ging natürlich auch. Okay, was zum Teufel? Da will ich nicht hin. Glaube ich. Warte mal, was? Okay, ich würde sagen... Wo bin ich? Muss ich hier rein? Ja, muss da rein. Okay, ich bin da oben reingegangen. Bin auch nicht in die Selbst reingegangen. So. Ja, da, hier. Wenn du jetzt mal drauf springst, wenn du auf solche Blöcke drauf springst, mach das mal. Jetzt nochmal springen. Da, siehste. Ja, und dann geht der nach oben gleich, ne? Ja. Und wenn du dann jetzt drauf springst, dann geht er nach rechts. Und nochmal. Sehr schön. Bist hier voll orientierungslos. Aber das war gerade witzig anzusehen. Ja. Aber bin ich jetzt. So, jetzt bitte kurz vorm Boss irgendwie sowas. Ja, hier. Hier kriegst du nämlich noch was Cooles. Eins. Oh. Zwei. Oh, die werde ich auch brauchen. Drei Leben. Ach, sehr schön. Wenn man einen Waschbärblatt bzw. P-Flügel oder Tanuki Anzug hat, dann konnte man, glaube ich, da sogar noch was Besseres bekommen. Ich glaube, dass es hier einen Hammerbruder-Anzug gab. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr es wisst. Was ist mit dir los? Na hier, der macht jetzt einen Supersprung. Der macht hier Super Jump. Zack, so, auch mal hingeschafft. Oh, du hast auch mal Bum-Bum geschafft. Normalerweise ist das doch meine Aufgabe. Ja, ich hab dich mal abgelöst hier. Danke sehr. Da kann man mal sehen, dass er dann Hero LP auch mal die Kraft hat, Bum-Bum zu besiegen. Ja, machst du dann jetzt die sechste Level oder was? Ja, mach ich jetzt das sechste Level. Da-dam-dam. Und das Witzige bei diesem Level ist es nämlich, hier wird mir nämlich gleich bewiesen, dass es auch anders geht. Passt auf. Seht ihr? Jetzt ist alles wieder klein. Ah, cool. Sehr schön. Und das ist auch meine Empfehlung, dass man hier als in der kleinen Version durchgeht, weil das ist meiner Meinung nach etwas einfacher. Es sei natürlich, ihr wollt natürlich ja als in der großen Welt weitermachen. Aber das war jetzt auch nur so zu Showzwecken. Deswegen gehen wir wieder in die große Version rein. Ich glaube, für die großen Gegner sind aber ein bisschen einfacher. Ja, großen sind die auch ein bisschen leichter zu treffen. Deswegen. Habt ihr das gesehen? Ja, der ist voll in den Tod gesprungen. Ja. Ah nein! Und das war's mit Tanuki. Schade. Schade, aber keine Sorge. Es gibt noch, ich meine, es gibt noch ein Level, wo man noch einen bekommen kann. Boah. Ah, schade, nur ein Pilz. Aber das ist es mir wert. Ich habe ja 20 Leben. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch 10 Minuten. Ja. So, ich brauche was Schönes. So, jetzt gimme. Hey. Oh, sehr schön. Eine Blume. Das ist immer schön. Das ist schön. Und weißt du, was noch schöner ist? Du darfst jetzt das Schloss machen. Ja. Was haben wir denn hier noch? Erstmal reingucken. Ja, dann Hero LP to Rescue. Oh mein Gott. Wo ist der Metal Mario Master? Wo ist der eigentlich? Ich bin auch hier, Mann. So, jetzt komm ich mal hier. Zack. Du kannst gar nicht auch. Du lässt auch retten, klettern, Prinzessinnen retten. Ah ja, und was ist der Grund, warum du dann beim zweiten Luftschiff gestorben bist? Wollte ich dann nicht.
Ich habe doch nicht die Antworten für alles. Warum nicht? So. Aber gehen Cent hier einsammeln. Wer ich glaube, ich brauche. Ja, nicht nur, weil er Geld geil ist. Ich glaube, da oben hätte ich lieber gehen sollen, egal. Oh, läuft doch bis jetzt, solange nur die Dinger hier sind. Die bewegen sich nicht, die tun mir nichts. Ja, tun mir nichts. Also bis jetzt noch chillig. Außer wenn bewegende Gegner kommen, wie hier zum Beispiel. Oder auch nicht. Hallo? Ja, passt lieber auf. Es kann sein, dass Feuer da auch noch entfacht wird. Ist aber nicht so. Da oben wäre ich gerne hingegangen. Vielleicht schaffst du das ja noch. So, sehr gut. Sehr gut. Meine Überlebenschancen, sie haben sich erhöht. Okay, langsam kann das Ding auch zu Ende sein. Ja, ich muss sagen, das ist echt ein langsam Scrolling-Level, deswegen ist es auch so lang. So. Hier, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Wir machen jetzt ein paar Dehnübungen. Ja, klar. Tür? Nein, okay. Das habe ich mir auch immer wieder gedacht. Ist das eine Tür? Soll eine Tür darstellen? Nein, verdammt. Das ist mir auch so oft passiert. Ja, da kann man sich so... Nein! So runterducken. Ich bin auch klein, Mann. Ja, wir sind ein kleines Tier. Gut, wenn ich es her wieder. Okay, dann bin ich jetzt mal wieder dran. Ich muss ja sagen, du hast hier die meisten Minispiele gemacht. Ich habe hier die meisten normalen Level geschafft, ey. Na, ist doch gut. Ich weiß gar nicht, wer hat eigentlich in Welt 3 mehr Level geschafft? Ich glaube, du, ne? Ja, ich glaube, in Level 3 habe ich Stage 3. Ja. Ja, fast. World 3 habe ich, glaube ich, die meisten gehabt. Ja, ausnahmsweise. Ja, aber ich habe da ja bis jetzt jedes Schloss habe ich ja geschafft. Ja, klar. Ist ja auch Super Mario Bros. Ja. Ja. Ich bin nur der abstaubt. Du bist nur der Abstaubt, ey. Du bist gar nichts, ey. Du bist ja Nero LP. Mehr nicht. Und außerdem, du bist grün. Ja. Ich bin der Metall Mario Master. Ich sollte ja eigentlich Metall sein, aber ich bin rot. Das wäre aber unfair. Hm. Was auch beinahe Metall hier, was Stein als Tanuki. Das ist auch was. Ja, stimmt. Oh, ist das warm, ey. Es ist so warm. Unter meinem Hintern. Und ich wollte jetzt dieses böse Wort nicht sagen. Ja, wieder was ähnliches. Naja, ich bin jetzt ja wieder Waschbär Mario. Also, auf deinen Schwanz anzuzünden. Ich kann meinen Schwanz anzünden, solange ich will. Ist so ein Einschlaflevel irgendwie. Ja. Ich glaube sogar, dass es davon noch eins gibt, aber ich sage aber noch nichts, aber es wird noch was geben, was richtig fordern wird. Auch auf meiner Seite aus, das wird mich auch richtig fordern. Aber es kommt erst später. Ah. Einfach durch, ja. Ja. Mann, ich war so kurz davor, willst du mich eigentlich... Ja, stimmt, du warst so kurz davor, guck mal, da wäre noch ein Block gewesen. Ma. Na komm, dann gebe ich jetzt mal dem guten Iggy auf die Fresse. Oh, ja. Das war's. Damit haben wir Iggy wieder besiegt. Und ich habe schon wieder das Schloss geschafft. Und ich muss sagen, in dieser Welt war ich ja wieder mal richtig stark unterwegs. Ich auch. Keine Ahnung, ich habe Level-Up-mäßig ein paar Gewinne gemacht. Ja, Level-Up-mäßig hast du ein paar Gewinne gemacht, aber du hast nur ein Level geschafft. Ach, egal. Oh, yeah. Ja. Ah. Ah, ich bin ein nervigster Charakter überhaupt. Hey, beleidige den armen Tod nicht. Hab ich doch nicht. Ich sag nur Fakten. Du sagst Fakten. Ja, wir haben 25 Minuten. Ja, haben wir noch 5 Minuten. Ich glaube, das reicht noch für ein paar Level. In Welt 5. Ja. Auf den ersten Blick wirkt diese Welt ja relativ klein. Nicht wahr? Ja. Aber wir sagen im nächsten Part dann voraus, dass es nicht so ist.
diese Gegner hier, ich weiß nicht, was genau was sie sein sollen. Ah, Mist. Das waren Kettenhunde. Ja. Das auch. Das auch. Okay. Mist. Ich meine, eine ja komplett weggekombot. Ja. Da, 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 da. Ja, komm. Wir schon irgendwie schaffen. Ja, hier. Diese Kerle hier. Ich weiß nicht mehr genau, was sie darstellen sollen. Ich glaube, dass es Verwandte der Käfer sind. Ja, sehen ein bisschen so aus. Ja. Aber die haben noch eine ganz... Kann man die überhaupt töten? Was, die Kettenhunde? Nee, ne? Doch, die Kettenhunde kannst du mit dem Stern oder mit der Statue von Tanuki mal glaube ich, töten. Ja, okay. Oh, guck mal da, was das hier sind. Ja, ja, die kenne ich auch noch. Und da war irgendwas, glaube ich. Nee, doch nicht. So. Die Wolke sah nur so komisch aus. Ja, die Wolke sah ja so komisch aus. Darauf habe ich überhaupt gar nicht geachtet. Ja, so ein Kringel, irgendwie so eine Zuckerschnecke, ja. Irgendwie sowas. Oder? Mm. Ah, Zuckerschnecken sind nicht so mein Ding. Irgendwie stehen wir ja mehr auf Donuts. Okay. Lecker. Hier, nimm den Stern, damit kannst du die Kettenhunde besiegen. So. Lauf einfach durchlaufen. Sehr schön. Jawohl. Eine Level wieder geschafft. Jawohl. Und Stern. Wie viele Minuten haben wir noch? Ich glaube, 2-3. 3 Minuten noch. Ich glaube, dann reicht noch für das zweite Level. Ja, klar. Okay, das Level hier, das ist... kann ein bisschen böse sein. Ein Aber. Wenn man sich hier gut anstellt, was ich mal versuche... Okay, ich hoffe, sich nicht gut anstelle. Ich wusste es nämlich. Das wollte ich nämlich gerade... Plöpp. Wollte ich nämlich da hochgehen. Dann kommt dann Exit. Wäre jedenfalls gut. Hui! Weil damit kann man nämlich ein bisschen abkürzen. Boah, das war knapp. Das war jetzt gerade wirklich knapp. Okay, was soll das jetzt? Keine Ahnung. Egal. Okay, damit habe ich das Level gerade serienmäßig übersprungen. Ah, was soll's. Genau. Und ich habe noch Zeit für das Bonus-Game. Oh. Ja, du hast noch Zeit für das Bonus-Spiel, ey. Unfassbar, das gibt's da einfach nicht. Sehr schön. Und schon wieder so ein Ding, was ich hier... Oh, oder auch nicht. Okay, sehr schön. Ich hätte gern eine Feuerblume. Nee, du kriegst aber Besseres. Okay, sehr gut. Du kriegst einen Tanuki-Anzug. Ah, schön. Und ich bewege mich schon mal zum nächsten Level und dann können wir, glaube ich, einen Schnitt machen, würde ich sagen. 28 Minuten, so. Ja, wir können aber auch hier bei der Röhre hier einen Schnitt sitzen. Ja, gut, okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder von Super Mario Bros. 3. Ich bin Metal Mario Master. Und ich Danny Roy P. Okay. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge.